Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu den Trades der Woche. Mein Name ist Christian Walter von TradeVola und wie jede Woche wollen wir Ihnen ein paar interessante Trades vorstellen. Der wohl interessanteste Wert diese Woche ist AMC. Hatten wir, glaube ich, vor 14 Tagen schon mit in den Trades der Woche erwähnt. Hier sehen Sie auch den Grund, extremen Anstieg. Der Wert hat sich innerhalb von einer Woche mehr als verdoppelt und Sie sehen auch wieder den Grund, hier extremes Volumen. Teilweise gestern hatten wir 1,6, 1,7 Millionen Call-Optionen, heute mit 1,5 und wir sind noch nicht am Ende des Handels auf einem ähnlichen Niveau. Und der Grund hier, was wir schon vor 14 Tagen angesprochen hatten, das Ganze wird wieder gepusht durch die Reddit-Gemeinde. Und wenn wir es mal jetzt im Vergleich sehen zu dem, was wir im Januar hatten, man sieht es ja am Chart, dass das vom Volumen und vom Ausbruch nochmal auf einem ganz anderen Niveau jetzt ist, wie wir es im Januar gesehen haben. Kann jetzt interessant sein, weil irgendwann ist natürlich auch diese Aufwärtsbewegung zu Ende und dann wird sich die Frage stellen, haben wir einen ähnlichen Verlauf, wie es hier Ende Januar schon war, dass das gleich korrigiert wird. Und ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt gestern und heute so ein Stück weit schon auf der anderen Seite sehen. Jetzt kommen auch diejenigen rein, die sagen, okay, irgendwann werden natürlich die Gewinne mitgenommen, der Wert wieder verkauft und er wird vielleicht nicht auf das alte Niveau von unter 15 zurücksinken, aber zumindest auf ein Niveau, was näher dieses Preislevels ist, weil wir haben wieder hier das gleiche zu schnell, zu hoch, wird in der Regel eigentlich immer korrigiert, solange da jetzt nichts Fundamentales dahinter ist. Wenn es jetzt ein Pharmawert ist, der ein neues Medikament rausbringt, dann kann das natürlich durchaus sein, dass solche Werte dann auch auf einem Niveau bleiben. Aber das sieht der Verlauf in der Regel auch etwas anders aus. Da haben wir sehr, sehr häufig dann dementsprechend auch ein großes Gap über Nacht, was hier bei AMC nicht der Fall war. Ansonsten gab es diese Woche auch einige Werte, die ja, sagen wir jetzt, keine Unbekannten sind. Große Blue Chips, die extrem in Erscheinung getreten sind. Einer dieser Werte ist der Titel von General Electric. Den wollen wir uns hier auch gleich einmal anschauen. So, halt, stopp. Bevor es weitergeht, noch eine kurze Empfehlung von meiner Seite. Wenn ihr unten auf die Beschreibung, auf den Link klickt, kommt ihr direkt auf unsere Linktree-Seite oder ihr scannt den QR-Code ab, wo ihr alle Produkte auf einen Blick seht und sichert euch jetzt die 40% auf alle Plattformschulungen und jetzt weiter im Video. Ja, General Electric, jetzt ist der Chart geladen und wir sehen, ganz interessanter Titel, vielleicht auch für viele, die jetzt in der Chart-Analyse sich wohlfühlen. Wir sehen hier so eine typische Seitwärtsbewegung und das aber eigentlich als diese typische Flaggenbewegung, wo man sieht, dass das Ganze immer in einem kleineren, engeren Kanal läuft und irgendwann dann ein Ausbruch kommt. Ist natürlich immer die Frage, in welche Richtung. Hier wurde das Ganze gestern mit auch einem extremen Call-Volumen gepusht. Der Wert hat heute schon wieder einiges nachgegeben davon. Aber auf jeden Fall einer der interessantesten Titel von gestern, General Electric, die News hier. Wo einfach, dass General Electric weniger Geld verbrennt als im letzten Jahr oder zumindest mehr Geldgewinn übrig bleibt. Das wurde gleich dementsprechend positiv umgesetzt und der Wert General Electric gestern mit 7% im Plus. Der Wert, der gestern am stärksten in Erscheinung getreten war, ist der Wert von Ford Motor. Hier sehen wir auch ein riesen Call-Volumen von teilweise bis zu 1,5 Millionen. Und das hat sich aber auch schon hier in den letzten Tagen angebahnt. Heute, wie gesagt, der Wert mit 2% im Minus. Aber so sieht in der Regel ein guter dynamischer Anstieg aus, der, sage ich mal, sich auch auf dem Niveau halten kann. Da sehen Sie schon mal einen Unterschied zu dem Titel von Ford, von AMC, den wir zu Beginn hatten. Also der Wert Ford Motors und General Electric, die zwei großen Titel, die diese Woche auch auffällig waren. Und nicht zuletzt hier ein Energiewert, der gestern mit einem extremen Volumen auch in Erscheinung getreten ist. Sie sehen auch hier wieder, wir richten uns nach den Optionsvolumen, der Wert VTNR, Vertex Energy Incorporation. War unter 2 Dollar, ist gestern in der Spitze bis auf 5, heute sogar auf fast 7 Dollar
immerhin noch mit 40% im Plus. Ist natürlich nach so extremen Bewegungen auch schwierig, da sage ich mal, auf so einen Trend noch mit aufzuspringen, da das eigentlich in der Form dann mit sehr hohen Risiken verbunden ist. Also neben AMC, General Electric und Ford Motor noch einen kleineren Wert mit VTNR. Und natürlich wollen wir auch noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf die Werte oder einen der Werte der letzten Woche, und zwar mit Virgin Galactic. Da sehen wir nämlich genau das, was wir letzte Woche besprochen haben. Das Volumen ist auf einem sehr guten, hohen Niveau geblieben. Der Wert hat diese Bewegung weiter fortgesetzt. Der Testflug, der jetzt am Samstag stattgefunden hat, wir hatten darüber gesprochen beim letzten Video, soll wohl soweit gut verlaufen sein. Die Ergebnisse stehen, sage ich mal, intern natürlich nicht aus, aber mal sehen, was hier in den nächsten Tage und Wochen noch nachkommt. Ich glaube, hier kann man als Benchmark ganz gut nochmal den Verlauf des letzten Jahres oder vom Anfang des Jahres auch hernehmen. Also da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Der Titel war ja zuletzt schon bei $60 und da kann ich mir gut vorstellen, dass hier auch noch einiges nachkommt. Also auch da, Sie sehen, selbst mit fast 50% Gewinn, den der Wert im Vergleich zur letzten Woche gemacht hat, hier immer noch Potenzial für weitere Anstiege bei dem Wert mit dem Symbol SPCE. Und ja, wollen Sie auch in der Zukunft keine dieser interessanten Trades oder Werte verpassen, dann abonnieren Sie unseren Kanal, sodass Sie auch hier immer auf dem Laufenden bleiben. Ich würde mich freuen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.